Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge und weiteren Folge von Transport Fever 2. Weiter geht das Abenteuer Transport Fever und weiter geht die Errungenschaftenjagd. Die letzte große Errungenschaft ist die hier oben und zwar 1500 Einwohner. Das wird, glaube ich, wirklich noch haarig. Die 39 ist voll ausgelastet hier unten bei uns. Und die 39 ist auch oben voll ausgelastet. Und wenn ich hier den Verkehr inzwischen sehe, hier ist so einiges ausgelastet. Aber es funktioniert. Ich habe eben schon kurz überlegt, ob man die 39 nicht einfach mit dem Zug bedient. Habe ich mir kurz überlegt. Bin aber dann irgendwann, habe ich mir gesagt, warum eigentlich? Für was? Also, Problem ist ja, ne, wenn ich jetzt hier anklicke, das ganze Dörfchen wird ja noch nicht mal hier bedient, ne? Und wenn ich jetzt hier die drei, den da und, ne, die zwei nur noch, hat noch nicht drei. Aber hier wird ja viel mehr mit bedient, also von daher lohnt sich das tatsächlich mehr. Der Flughafen ist... läuft auch noch ungeschoren von. Selbst die Tram macht inzwischen Gewinn. Wir können ja im Allgemeinen gucken. Ich glaube, wir haben nicht mehr viele, die Minus machen. Einmal macht der Schnellzug da Minus. So, und alle anderen, glaube ich... Was ist das? Ah, okay, das ist immer noch das Brot oben. Alles gut. Ich wollte schon sagen, warum haben die denn da so ganz komische LKWs? Ja, sonst würde ich sagen, funktioniert es. Ne? Also, läuft wie gesagt schleppend, aber es funktioniert. Und aktuell fangen wir halt an, unseren Verteiler nochmal ein bisschen zu erweitern, zu verbessern und dass hier einfach ein bisschen mehr Rohstoffe abgegrast werden und weggebracht werden. Wie gesagt, deswegen bin ich am Überlegen, die 39 doch auf die Schiene zu bringen. Bin ich immer noch am Überlegen, werde ich auch weiter überlegen. Aber Problem ist, auch hier werden wir wohl dieses Problem haben, dass die nicht alle Produkte mitnehmen. So, und dann ist tatsächlich der Elektro-LKW hier einfach ein bisschen mehr wert als der Zug. So, 31 könnte was vertragen. Wir kaufen mal wieder 30, so. Was habe ich jetzt gesagt? Also wir fangen nochmal oben an. Die 30 kriegt auf jeden Fall welche. Wir könnten uns das ja eigentlich ausrechnen, ne? Wir können ja mal gucken. Wir machen mal ein blödes Rechenbeispiel. So, ich packe mal ganz kurz den Taschenrechner aus. Wir bräuchten 199 plus die 188 plus 51 plus 50 plus 20 plus 20. Während 528 bräuchte die Linie 39. Die Linie 39 hat aktuell einen Wert von 325. Bedeutet, wir bräuchten eigentlich noch 200 Wert. Die 39 bräuchte eigentlich noch einen Wert von 200 zusätzlich. So, das werden wir doch mal jetzt versuchen. Also wir werden mal 39 nochmal 2 hinzutun. Können wir das einmal... Können wir da irgendwie... Ja, perfekt. Genau das habe ich... Hoppala. Genau das habe ich gesucht. 39. So, dann schicken wir nochmal welche dahin. So, dann sind wir bei 377. Ich werde die jetzt langsam aufstocken, so dass wir auf diese 500 und noch was kommen. 528. Wir sind bei 377. Ja, wenn ich hier schon wieder sehe, warum wird denn... Ah, okay, da oben ist hier jemand zum Abladen. Ich dachte jetzt gerade, wie kann denn hier Treibstoff mehr werden, wenn da gar kein LKW, kein Zug ist? Weil der Zug war da. Hätte ich auch nur nicht gesehen. Okay. So, dann nehmen wir mal die nächsten 4 für die 39. Wir müssen halt auch immer ein bisschen gucken, dass, ne, dass der Verteil einfach ganz gut bleibt. Nicht, dass wir jetzt irgendwann zu viele LKWs da jagen. Haben wir da noch große? Nee, weiß ich gar nicht.
Der sieht nämlich nach dem Großen aus hier. Auch für die 39. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. So, der nimmt Dingsbums mit. Wir sind jetzt bei 407. 406. Dum, dum, dum. Okay. Wo ist das denn jetzt her? Ach, da oben war noch ein Item. Das habe ich gar nicht gesehen. Huch. Da oben war noch eins. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, wir sind bei 406. Es fehlen immer noch eigentlich 100. Ich bin aber jetzt gerade ein bisschen... Gerade so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich jetzt kaufen möchte. Hier kommt jetzt auch wieder einer. Wir haben aber auch keine Züge, die gerade aktuell reinfahren. Oder anders, ich sehe keine. Da ist einer. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob ich da noch irgendwas machen sollte. Jetzt fehlen ihm nämlich Schraubenschlüssel. Aber Bricks sind wieder da, 46. Wenn die Schraubenschlüssel gekommen... Ah, guck mal, die Zahnräder sind gekommen. Die Schraubenschlüssel müssten kommen. Dann könnte nämlich der abfahren. Okay, jetzt sehe ich den hier sogar schon zwei. Ah ja, okay, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Die andere Frage ist halt, beliefern wir gerade den kompletten Bedarf? Das habe ich ja noch gar nicht berechnet oder mit einfließen lassen. So, was kommt da rein? Brot. 39 und Brot könnte gut sein. Na, ja, ein bisschen. Oh, ein bisschen mehr sogar. Ein bisschen mehr. Okay, wir machen hier alles zu. Wir lassen es erstmal so. Und gucken nochmal ganz kurz hier überall lang. Also, er hat... Aber da, ich kann da keinen zweiten Zug laufen lassen. Glaube ich nicht dran. Und vor allem, er ist ja noch nicht mal voll. Ne? Also, er ist ja noch nicht mal voll. Au, 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 au. 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 Das ist erstmal Stau. Aber ich glaube, das löst sich jetzt ziemlich schnell. Naja, das löst sich jetzt gerade sehr, sehr schnell. Ja, jetzt ist es halt die 39, die ganze Zeit natürlich super viele Rohstoffe dort hat. Die hat mir jetzt gerade nichts. Oder nicht viel. Also wenn die das immer so machen, dass sie immer das mitnehmen, wo sie auf jeden Fall den Schuppen voll bekommen, dann easy. Also dann easy. Okay, 39, lass mal ganz kurz gucken. Er hätte nichts anderes voll bekommen. Okay, dann finde ich das eigentlich ganz cool. Müsste nur einmal Brot ankommen. Hier kommt halt alles an, nur kein Brot. Da kommt Brot, nein. Der ist nicht für uns. Der ist nicht für... Doch, der könnte hier für uns sein. Ne, Schraubenschlüssel, aber ist für uns. Da kommt Brot. So, da kommt wieder einer. Okay, wo ist das Brot? Jungs, das Brot muss langsam da sein. Ne, Schraubenschlüssel. Schrauben, da. Da, das ist das Brot. Jo, okay. Perfekt, 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 perfekt. Okay. Wenn das Brot da ist, fahren die LKWs wieder. Dann dürfte auch wieder ziemlich vieler weggehen. Und, perfekt. Also, kurz, warum bin ich so schwer atme? Oder, ich bin halt immer am Überlegen so, läuft das gut oder läuft es nicht gut? Das ist jetzt meine große Frage. Jetzt gerade läuft es natürlich nicht gut, weil, ne, Brot und so. Alles gut. Ne, ich glaube auch nicht, dass wir schon 100% an Ware hier hinliefern, die wir eigentlich hinliefern sollten. Das kommt dazu, ne, also das möchte ich jetzt auch gar nicht wegdiskutieren. Okay, jetzt fehlen zum Beispiel Schraubenschlüssel hier. Wie gesagt, das möchte ich gar nicht wegdiskutieren. So, was aber ist, ich finde diese Verteiler eigentlich relativ cool, weil wir können hiermit mit einem Bahnhof, LKW, Zwischenstelle, was auch immer, können wir wirklich die ganze Map bedienen. Was mich jetzt halt nur so ärgert, und das ist wirklich so, was mich halt so maßlos ärgert, ist, dass die nicht geteilte Fracht machen können.
das ärgert mich wirklich. Und das hat mir so ein paar Ideen wirklich zunichte gemacht. Bei mir war nämlich so die Idee, okay, ich kaufe mir 10 LKWs, große, 40 Tonner und lass sie nach oben fahren oder nach unten oder wohin auch immer, wo sie hinwollen. So, und das funktioniert leider nicht. So, 864. Wachstum von 240%. Also das Zeug kommt halt schon gut an hier, ne? Also das müssen wir einfach sagen, wie es ist. Das Zeug kommt super an hier. Also von der Menge her ist es inzwischen wirklich geil. 866. Wie viel waren wir hier? Okay, ich glaube, jetzt sind wir das erste Mal auf dem Höchststand, ne? Ja, nee, ja, doch, vielleicht. Ja, 867. Einer mehr. Yippie. Okay. Okay, was können wir verbessern? Es rattert gerade. Es rattert halt gerade durch. Okay, wir gucken jetzt mal ganz kurz. So, wir fangen oben nochmal an. Brot. Bist du Brot jetzt aus? Hundertprozentig? Hier liegt halt immer so viel Brot rum. Ich glaube nicht. So, warte mal. Ich glaube nicht. So, du bist aber... Die sind halt auch alle an Maximum, ne? Die sind halt auch alle am Maximum. Also viel länger können wir sie nicht machen. Die gucken ja jetzt schon ein Stückchen hinten raus. Aber noch ein Zug? Würde das rechtfertigen? Okay, wir fahren noch einen. So, okay. Brot, check. Gut. Dann hier auf der Seite ist keine Produktion. Dann gehen wir ganz kurz hier oben hin. So, gucken wir. Er hat 100%, alles klar. Hier brauchen wir nichts machen. Er hat aber 100%, weil... Jetzt kommt das weil. Okay, er braucht, glaube ich, gar nicht mehr, weil wir produzieren mehr, als wir machen. Ne, er fährt ja jetzt zum Beispiel auch wieder leer weg. So, achso, Linie, warte mal, das könnten wir eigentlich mal umstellen wieder. Ja, Fachte 2, warte mal, 3 Minuten und dann kannst du wegfahren. Wie gesagt, hier produzieren wir ja auch schon, also produzieren wir eigentlich mehr, als wir bräuchten. Okay, dann wäre hier die Schraubenschlüssel. Die produziert auch zu 100%, würde ich jetzt so einfach mal sagen. Aber wir transportieren nicht 100%, sondern nur 48%. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Zug. Fahrzeugverwaltung, einmal klonen. So. Dann haben wir hier die Schraubenzieher-Dinger da. Die fahren 100%. Die fahren 100%. Okay, dann haben wir hier das Benzin, 89%. 89%. Ich mach mal ganz kurz auf Pause. Fahren die auf voller lange Länge? Nein. Ah doch, fahren sie hier, natürlich. Zwei sind 89%. Wenn ich beiden einfach einen dran mache, auch wenn die dann ein bisschen lang sind, können die doch vielleicht... Ne, wir haben ja zwei, ja, natürlich. Kriegen wir ein bisschen mehr mit, dann dürfte es funktionieren. So, und jetzt kommt das hier und das wird noch ein großes Problem. Wir transportieren hundertprozentig ab, 100% ab. Wir kriegen aber zurzeit zu wenig Rohstoff hier hin. So, dafür müsste er upgraden. Er kann nicht upgraden, doch er hat schon einmal abgegradet. Er bräuchte jetzt mehr Kohle und mehr Eisen. Okay, da haben wir doch schon mal das erste Problem. Das machen wir doch direkt. Machen wir direkt weg. Weg. So, einmal brauchen wir mehr Eisen. Kriegen wir sofort hin. Hallo? Also, manchmal verbindest du dich. Manchmal sagst du, nee.
Und manchmal sagst du, was willst du denn von mir? Also, okay, gut. Das ist dran. Und das ist dran. Oh, scheiße. Haben das schon wieder gemacht. Ah, ja, wieder toll hinbekommen. Das habe ich ja wieder toll hinbekommen. Noch nicht mal 2 Minuten Aufmerksamkeit. So, das da dran. Oh, guck mal, funktioniert das sogar noch besser als vorher. So, das haben wir. Dann brauchen wir hier eine Wechselapparat. Ampel nach da. Ampel nach hier. Ampel dorthin. Neue Linie. Das geht jetzt eigentlich relativ zügig, die 2 Linien hier zu machen. Wenn sich die Linie merken würde. 26. Eine kleine Diesel-Lok. Und ich mach mal 100 auf die 29. 26. Fast. Fast. 26. Okay. Zeug wird schon rausgepumpt. Dann machen wir hier den nächsten. Gebäude. Klack. Dann fahren wir einmal hier dran irgendwie. So. Und das zurück. So, das hierhin, das dahin. Ich hoffe, das hat funktioniert. Das sah jetzt komisch aus. Okay, die Gleise möchte ich mir auch nicht genau angucken, wenn ich mir das da... Alles klar. Okay. Nein, ich möchte das gar nicht so genau wissen, glaube ich, was da gerade passiert ist. Nein. Wir machen einen neuen Zug. Und zwar von hier, ne, stimmt nicht, Entschuldigung, von hier nach dort. Den werden wir jetzt auch schon was länger machen. Apropos, stopp, ich wollte jetzt was... Oh, es hat aber funktioniert. Okay, gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert hat. Das sah nämlich ganz komisch aus jetzt gerade beim Bauen. Aber okay, passt. Wenn es passt, alles easy. So, wir nehmen uns das da. Werden den auf voller Länge fahren. Eben war es die... Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. 27. Ich wollte sagen, also eben war es die 26. Mir lag jetzt auf den Zungen, aber ich war jetzt doch... Nee. Ich wollte nicht schon wieder Fehlinformationen. Okay. Gut. Die Kohle wird gepresst. Damit könnte er sich upgraden, weil er ja dann 400 hat. Könnte damit mehr nach weg transportieren. Jetzt ist gerade die Frage, transportiert er hier zu wenig? Linie 7. Linie 7 transportiert gerade 132 und er produziert... Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine zweite. Dann das. Kann er nochmal länger werden? Ich glaube nicht. Doch, er könnte noch einen länger werden. Aber wir klonen ihn auch einmal. Okay, und dann haben wir das auch. Dann würde er nämlich mehr Stahl bekommen. Dann gucken wir jetzt mal auf die andere Seite der Medaille. Und zwar nach hier oben. So, er produziert 230 von 300. Versand 200, ist klar. Und 46% transportiert er nur ab. Ist er jetzt gerade erst losgefahren? Okay, alles klar. Wir hängen hier einen Waggon dran. Ändern und klonen ihn. So. Okay, was bräuchtest du denn jetzt, dass du mehr machst? Du hast das Öl. Was, wir transportieren hier nur. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht, aber ist okay. Machen wir trotzdem. So, das ist Nummer 1. Was sagt er? Er sagt dasselbe. Er sagt dasselbe. Okay, klonen wir auch einmal. Somit würde nämlich mehr Rohstoff hier runterkommen. Er kann mehr Rohstoff wegtransportieren. Apropos wegtransportieren, hier fehlt auch nur einer, ne? Sollten wir
Basti, das ist Zug Nummer 10. 10 hat eine Rate von 400, also er müsste das eigentlich wegbekommen. Er müsste es eigentlich wegbekommen. Okay, wir werden also in der nächsten Folge dann genau erstmal gucken, ob das funktioniert hat, unsere kleine Änderung. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.